Der erste Catwalk mitten am Haupthof des Museumsquartiers war ein Mega-Erfolg und eine schwer zu toppende Vorlage für die vielen weiteren Modeschaus hier beim MQ Summer of Fashion. Elvira Geier und Siege Müller haben wieder einmal eine einzigartige Fashion-Show auf die Beine gestellt. War schon super, war wahnsinnige Vorbereitung, weil ja doch 100 Outfits präsentiert wurden und mit sehr, sehr vielen Models. Ich glaube 25 Models hatten wir und das erfordert viel, viel Vorbereitung. Seit gestern arbeiten wir dran. Wir haben im Laufe des Tages schon die ganzen Kollektionen gesehen und es sind wirklich sehr, sehr schöne Stücke dabei. Sind da wirklich so Designer dabei, wo man sagt, die schaffen es wirklich in die internationale Modewelt? Also ich tippe so auf 1, 2 Designer, die, wenn sie ihren Weg beschreiten, sicherlich eine Chance haben. Also wir haben versucht, auch vom Haar- und Make-up-Style 3 verschiedene Gruppen zu schaffen, um es auch für die Leute einfach interessanter zu machen und einfach ganz andere Stile zu zeigen. Wahrscheinlich haben die Schüler gar nicht diese Idee gehabt, wie sie es gemacht haben, aber wir haben versucht, etwas einfach mal ganz anders umzusetzen. Dr. Hauschka Kosmetik sowie das internationale Team rund um Star-Make-up-Artist Karim Sattar unterstrich die 3 total konträren Gruppierungen an Walks und Designs der Show. Na, heute ist erstmal geplant, dass wir die Schau der Herbststraße schminken. Da haben wir ein Team von 5 Visagisten eingeflogen, die das machen, unter anderem unser Star-Visagist Karim Sattar. Und man wird es ja nachher gleich sehen, dass man auch mit Naturkosmetik richtig gutes Make-up machen kann. Es war ganz besonders wichtig, dass wir pro Gruppe oder pro Look sozusagen ein Highlight haben. Wir haben uns bei einem Look auf starke Lippen fokussiert, dann auf starke Augen und dann natürlich auf Schläfen, Wangen ganz toll herausgearbeitet. Ich und mein Team sind ganz Talentierte, also das Lob ist nicht nur bei mir zu suchen, sondern auch bei den ganz talentierten Damen, die mich heute unterstützt haben. Outdoor-Walks, mutige Designerstücke, schrille Musik, Modern Dance, Intermezzi und vieles mehr ließ die Besucher des MQs in die doch so oft ungreifbare Welt der Mode schnuppern. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen, dass einfach nicht nur Mode ist, aber dass die Mode nicht stört, sondern einfach wirklich ein ganz anderes Element ist. Und da habe ich die Bettina Thüringer eben gebucht, die halt die moderne zeitgenössische Variante hineingebracht hat, aber auch gleichzeitig als schwarze Tänzerin die weiße Farbe gebrochen hat. Ja, es war sehr spannend, weil es eben draußen ist und es ist halt doch ein ganz anderes Feeling, als wenn man dann irgendwo in einer Halle ist. Ich bin natürlich vorbelastet, weil ich ja alles schon gekannt habe, auch ein bisschen in anderem Kontext schon kennenlernen habe dürfen. Ich bin schlichtweg von allen Einzelstücken sowie von allen Kollektionen begeistert. Wenn du deine Kollektion kurz beschreiben müsstest, wie schneidest du, welchen Stil hast du? Geht mehr Richtung Street-Style, Urban-Style und ist halt bequem und ja, war so mein Thema, war halt den Winter in den Sommer zu holen für Snowboard-Freaks und habe dann halt Facetten von dem Sport dort eingebracht und halt auch geschaut, dass so ein Freiheitsgefühl entsteht, wenn man die Kleidung trägt, dass es nicht einengt und das war mir halt wichtig. Alles wurde deutlich individuell erkennbar, alles hat zusammen choreografisch funktioniert und ich schätze, es war eine unglaubliche logistische Leistung. Die Leistungen im Backstage-Bereich, der Kraftakt dort muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Chapeau, wirklich. Die jungen Designerinnen und Absolventinnen des Modekollegs Herbststraße, wie auch die Models, wissen bereits jetzt schon, wie sie die Bretter, die die Fashionwelt bedeuten, für sich gewinnen können.